So, das sind sie. Geschafft! Hallo, ihr Lieben. Heute mal auf Deutsch. Probieren wir es einfach aus. Sagt mir, was ihr davon haltet. Die Kleine schläft. Heutiges Thema Stillkugeln. Ruckzuck Stillkugeln, die man mitnehmen kann für sich selbst oder auch für die Kids zum Naschen. Und ich sage euch mal, wie ich das gemacht habe. Heutige Idee übrigens von einer lieben Freundin und mittlerweile auch Abonnentin Linda. Hallo Linda! Dankeschön. Und ich zeige euch jetzt meine abgewandelte Form des Originalrezepts. Es gibt unzählige Rezepte im Internet zu finden unter Energy Balls oder Stillkugeln. Und die können auch Männer essen. Das ist überhaupt kein Problem. Also, die Kleine schläft. Also, fangen wir an. Ich mache es generell ohne Rezept, aber wie gesagt, es gibt genügend Rezepte online und man kann sie nach dem eigenen Geschmack dann variieren und das mache ich auch. Also fangen wir an. In meinen Stillkugeln, ich brauche dazu aber übrigens eine Pfanne. Pfanne. Nur ganz kurz, ich könnte auch eine kleinere nehmen, weil heute mache ich nicht so viele, aber die Basis des der Haferflocken oder Haferbrei, die gehört kurz angeröstet und dann kann man alle Sachen zusammenschmeißen, alle Zutaten und kann dann kleine Bällchen formen, sie dann vielleicht noch wälzen in Zucker oder Kokosflocken oder vielleicht sogar dunklem Kakao und dann sind sie auch schon fertig. Und das machen wir jetzt einfach. So. Zuerst bereite ich einfach mal alles vor. Ich sage euch, was alles drin ist. Ich habe hier noch einen Rest vom letzten Mal mit Haferbrei Basis. Das ist DM Bio, glaube ich. Ja. Das dann dazu kommt natives Kokosöl. Ein bisschen Salz, weil wo Süße drin ist, gehört auch salzig rein. Zimt. Kakaopulver. Als Süße verwende ich Honig. Dann Bio-Datteln. Habe ich es jetzt richtig? Nein, natürlich nicht. Bio-Datteln. Übrigens, lustige Story. Als ich die heute gekauft habe im Billa, hat der Herr hinter der Theke, hinter der Fleischtheke, hat gesagt so, Sie wollten die Datteln kaufen. Ich sage so, ja. Und er so, aber Sie wissen schon, Sie dürfen immer nur eine ungerade Zahl an Datteln verwenden. Ich so, ach so, nein, das wusste ich nicht. Und er so, ja, das ist ganz wichtig. Ich komme aus Ägypten und ich sage Ihnen, Sie dürfen nie eine gerade Zahl verwenden. Das ist nicht gesund und es bringt Unglück. Gut, wir werden eine ungerade Zahl an Datteln verwenden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich möchte das Glück ja gerne anziehen. Cool. Dazu kommen noch Müsli. Ich habe das jetzt absichtlich nicht in der Originalverpackung, weil es ist mir zu grob. Es ist einfach nur ein Haferflocken mit getrockneten Früchten. Und ich habe sie im Sack und werde sie ein bisschen zerstampfen, damit sie besser in die Kugel passen, damit sie ein bisschen crunchig ist. Ich mag das, muss ja nicht jeder mögen. Gut. Habe ich alles dabei, Zimt, Salz, Kakaopulver, geriebene Nüsse, Datteln, Müsli nach Wahl. Genau, und zum Wälzen halt Kakaopulver oder Kokosflocken oder wenn man möchte auch Zucker oder man kann es auch zum Beispiel in Haferflocken einrollen. Das muss man aber mögen. Das ist nicht ganz crunchy und nicht ganz weich. Ich weiß nicht, wie ihr wollt. Gut, ich habe auch schon mal eine Freundin gehabt, die das Ganze als kleine Sünde verwendet. Und die hat das in weiße Schokolade eingetaucht. Das ist auch ziemlich lecker. Na gut. Also, ich mache einfach mal. Ach so, ja. Und geriebene Nüsse habe ich auch noch. So. Gut. Also brauche ich ein Messer. Nehmen wir mal 1, 2, 3 Datteln raus. Die Haferbasis schmeiße ich ohne Fett in die Pfanne. Ich weiß, das mögen manche Leute nicht, aber es würde nur verklumpen. Es hat überhaupt keinen Sinn. Habe ich schon probiert. So. Das dauert jetzt ein bisschen.
kann ja währenddessen mal das Müsli verstampfen. Es gibt auch die Möglichkeit, man kann es auch zum Beispiel mit dem Messerende oder Messerrücken kann man es auch kaputt machen. Aber ich darf nicht so laut sein, weil sonst willst du mir aufwachen. Plan B. Ich nehme das Brett. Und stelle es einfach hier drauf. Gut riecht. Es ist jetzt vielleicht nicht der gebräuchliche Kochslang, aber ich bin auch kein Profi. Ich räuchte das nur an, damit es ein bisschen besser riecht. Es riecht dann nach Weihnachten. Ich mag das. Ich mag das. So, das hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert. Wichtig ist, dass man brav rührt, damit es nicht anbrennt. So, und es färbt jetzt langsam. Es macht jetzt eine andere Farbe. Es wird ein bisschen dunkler. Das ist absolut ausreichend. Und dann drehe ich es auch schon wieder ab. So, das war's. Und jetzt nehme ich eine Schüssel und werde alle meine... Ich weiß nicht, ob das sogar ein bisschen zu klein ist. Ich werde alle meine Zutaten hineinschmeißen. Das war klar, dass ich da wieder rein auspatze. Macht ja nichts. So, ich habe jetzt die Haferbrei-Basis. Dazu mal die trockenen Komponenten. Nüsse, geriebene Nüsse, ich habe jetzt geriebene Walnüsse, man kann noch Mandeln, ähnliches reingeben oder man lässt sie einfach weg, wenn man sie nicht möchte. Ich mag Nüsse. Ich habe ein bisschen weniger als, ich hoffe man kann es sehen, ein bisschen weniger als, das, als die Haferbrei-Basis. Ich glaube es waren 125 Gramm oder 200 Gramm Haferbasis, weil ich glaube, es sind 250 Gramm zu kaufen und ich habe die Hälfte verwendet, also ja, 125. So, dazu gebe ich ein bisschen Zimt. Ungefähr so viel. Dazu gebe ich eine Prise Salz. Dazu kommt ein bisschen Kakaopulver. Auch das nach Gefühl. Ich würde jetzt mal sagen, Zimt und Kakaopulver sind beides so 1-2 Teelöffel. Glaube ich, ja. So, Salana. Das ist fertig, das ist fertig. Dann mische ich das mal. Ich brauche mal einen Löffel. Ich mische mal die trockenen Komponenten. Man könnte das jetzt so lassen. Man muss jetzt kein zusätzliches Müsli mehr reingeben. Das wäre. Manche mögen so. So habe ich sie kennengelernt. Ich mag aber ein bisschen Crunch auch dabei. Und jetzt gebe ich mal Honig dazu. 2 Teelöffel. 2 sehr volle Teelöffel. So. Dann gebe ich Kokosöl dazu, wenn ich es aufkriege. Dann gebe ich die Datteln rein. Und ein bisschen was von dem gecrunchten Müsli. Thank you.
Wer möchte, kann noch ein bisschen Butter dazu geben. Es bleibt jedem frei. Wenn ich merke zum Beispiel, dass die Festigkeit nicht so ganz passt, ich mache es ja immerhin ohne Rezept, gebe ich entweder ein bisschen mehr Kokosöl rein oder ein bisschen Butter. Das ist auch voll in Ordnung. Warum auch nicht? Oder solange man nicht alles buttert, ist es doch in Ordnung, oder? Meine Güte. So, es wird jetzt immer ein bisschen, es schaut nicht sehr schön aus, aber es ist gut. Es wird immer ein bisschen fester, beziehungsweise es bekommt so eine angefeuchtete Konsistenz. Wir wollen das schon haben. Man kann auch übrigens ein bisschen Honig noch dazu geben. Der bindet und ist süß. So. Und wir wollen das auch. Wir wollen diese Konsistenz haben. Gut. Also rühren, rühren, rühren. Konsistenz und ich versuche jetzt mal ein paar Röllchen zu formen. Verwende einfach meine sowieso schon angepatzte Pfanne dafür und roll meine Bällchen und dann werden wir gleich sehen, wie sie aussehen und wie sie schmecken. So. Gefällt euch das, wenn ich auch das auf Deutsch mache? Ist das Thema noch interessant? Sag mal. Sag mal. Einfach unten in den Kommentaren lassen, ob euch das gefällt. Und ob ich mehr solche Videos machen soll. Weil mir macht es Spaß. Und solange sie schläft, ist alles gut. So. Ich nehme jetzt eine kleine Handvoll. Macht circa so viel. Sollte man Ehering vorab nehmen. Gar nicht so einfach. Man kann das auch gerne mit den Händen machen. Dann weiß man gleich, ob das eine ölige Konsistenz hat oder nicht. Und dann weiß man auch gleich, ob sich demnächst Röllchen oder Bällchen formen lassen. Sollte es ein bisschen zu fettig sein, also zu ölig oder ist überhaupt kein Problem, dann könnt ihr gerne noch Mandeln dazugeben oder die Nüsse. Die machen das Ganze ein bisschen sämiger. Schaut ein bisschen lustig aus. Ich zeige euch gleich, wie es ganz fertig ausschaut und dann werden sie, wie sie kosten. So sehen sie aus, meine Pralinen. Yum, yum, yum. So, das sind sie. Geschafft! Es sind jetzt circa
20 Stück rausgekommen, aber mehr mache ich auch nicht, weil ich möchte, dass sie in der nächsten Woche gegessen sind. Meistens halten sie eh nicht so lange. Also wir essen sie vorher. Und ich nehme die jetzt mit zu meinen Freundinnen zum Stillgreifen und hoffe, dass sie sich freuen drüber. Cool. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst bitte ein Like und einen Kommentar unten. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!